Er ist unser Retter in der Not. Schließen wir ab und gehen nochmal zurück in Offenbarung 13. Es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden könnte und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeten, was? Getötet werden. Das Bild, das errichtet wird von dem zweiten Tier Amerika, ist eine Gesetzgebung, die den Sonntag fordert. Ich weiß, das hört sich alles sehr gewaltig an. Aber die Bibel ist klar, so klar. Die Bibel ist noch nie in seiner prophetischen Weisung fehlgeschlagen. Ich möchte heute Abend Mut machen und nicht mit diesem Gedanken schließen, den wir gerade studiert haben. In 2. Chronik 7, Vers 14 heißt es, wenn mein Volk, über den mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel erhören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das ist die einzige Heilung, die es gibt für ein Land. Nur durch Jesus Christus. Er ist der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Wer auf der Seite Christus steht, ist mit ihm Überwinder. Egal, was auf uns zukommt. Zu allen Zeiten gab es Menschen, die sich auf Jesus Christus verlassen haben und auf Gottes Wort. Die waren nicht mal leicht, die Zeiten in der Vergangenheit, aber die Menschen sind durchgekommen mit Christus. Und so wird es auch in der Zukunft sein. Offenbarung 14, Vers 12 sagt, hier ist das Ausharren der Heiligen. Das Ausharren. Wir warten auf Jesus und er kommt bald. Und es werden sich Dinge ereignen, von denen wir staunen werden, wie genau die Prophetie ist. Hier sind die, welche Gebote Gottes halten und haben den Glauben Jesu bewahrt. Ich möchte uns heute Abend aufrufen, dem zu folgen, sich ganz auf Gottes Wort zu verlassen und alle seine Gebote zu halten. Das ist unsere Zukunft, Gott treu zu sein. Jesus Christus ruft heute Abend, komm her zu mir. Komm her zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Und wir wollen jetzt ein erquickendes Lied hören und genau auf den Text hören, denn es soll uns Mut machen. Mut machen für heute, für morgen und für die Zukunft.